Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War, die imperiale Kampagne mit den Germanen. Und heute machen wir mal als allererstes die Schlacht gegen Lucius Scipio. Die einzige Einheit, die ich nicht mit dabei haben möchte, ist mein General, weil der sonst verheizt wird. Und ich stelle dich mal hier hin. Und du, Ah, nee, die haben nicht genug Bewegung, ne? Sollen wir die drei noch mit dazu nehmen? Ach komm, was wir an Truppen haben, das haben wir, oder? Obwohl, die sind... Nee, wir versuchen es so. Der hat ja keine Fernkämpfer drin. So, das macht jetzt die AI. Bitte Häkchen rein, ganz genau. Und jetzt greifen wir ihn an. Im Anschluss danach wollte ich versuchen, den Römern eine weitere Stadt da drüben abzunehmen. Ja, jetzt hier das in Norditalien, das ist jetzt wirklich so ein richtiger Zermürbungskrieg. Wir müssen diese vier Städte auch auf jeden Fall halten, damit wir jede Runde unsere Truppen fortbilden und neue Armeen aufbauen können. Die Gespräche oder die Ansprachen unserer Generäle habe ich jetzt oft vorgespult. Das liegt leider daran, finde ich, dass sie ein bisschen eintönig werden. Die sind leider nicht, die sind immer so ein bisschen einsilbig kurz gehalten und ja, das ist manchmal etwas schade, aber vielleicht werde ich bei der Schlacht um Rom, da muss man sich natürlich anhören, was der General zu sagen hat, das ist klar. So, und dann haben wir natürlich noch unsere Berserker dabei. Und die werden, glaube ich, hier richtig reinhauen gegen die Römer. Vor allen Dingen, wenn die richtig reinhauen, weil die ja feindliche Infanterieeinheiten verängstigen. Und das ist schon ziemlich geil. Und wir nehmen mal hier unsere Kavallerieeinheit hinter die eigene Linie. Das ist jetzt eher eine defensive Aufstellung, aber wir müssen ja auch auf der anderen Seite erstmal gucken, wo unsere Verstärkungstruppen ankommen. Und wir stellen uns aber mal schon so hin, dass wir diesen Hügel stürmen können. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, wo kommen sie denn her? Von da. Oben von den Hügeln. Okay. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir könnten versuchen, die Römer in die Zange zu nehmen. Was insofern interessant wäre, weil wir, naja, eben halt bei so einer typischen, bei so einem typischen in die Zange nehmen, weil man da doch in der Regel sehr viele Einheiten aufreiben kann. Aber wir machen das heute ein bisschen anders. Ich denke, wir gehen hier auf dieser Flanke vorbei. Und ich möchte nämlich nicht so dicht an seine Onaga ran. Warte mal, was macht denn der da? Kommt der da jetzt schon? Heizt der da jetzt schon mit seinem Gen in uns rein? Das kann doch nicht dein Ernst sein, oder? Das sieht fast so aus, ne? Das wäre natürlich ein interessanter Move. Bogenschützenbande. So, weil du kannst ja einfach schon mal auf ihn schießen. Und dann nehmen wir mal die Kaff ganz kurz hier raus. So, und schicken die ihm mal entgegen. Ich muss die Geschwindigkeit auch runterdrehen. Okay, gut, er hat nur geblufft, alles klar. Okay, weißt du was? Wir versuchen uns jetzt mal schnell hier in Stellung zu bringen. Ihr rennt mal bitte. Ah, Mann, das hat schon wieder nicht geklappt mit der Phalanx. Ich habe also ganz oft Tastatur-Lags, das ist immer schade. Wir kümmern uns jetzt auch mal gar nicht so großartig hier um seine Katapulte. Denn ich halte die für momentan, solange sie so weit weg stehen, für eher ungefährlich. Sieht jetzt auch fast aus, als würde er hier oben versuchen zu chargen. Ja, sieht so aus. Nee, er bleibt, er wartet noch ein bisschen, okay. Jo, und jetzt mal unsere Kraft dazu, nur falls er da auf dumme Ideen kommt. Marschiert.
Ja, das wird also hier, denke ich mal, ein massiver Angriff werden. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu viele Einheiten verlieren. Ich hätte gerne noch, also ich mache mir jetzt weniger Gedanken um unsere Einheiten hier, sondern vor allen Dingen um die AI-Einheiten, die von der AI gesteuerten Einheiten, um genau zu sein. So Späße wie frontal in eine Triaria reinballern und sowas, das kennen wir ja. Ja, gehen wir mal ganz klassisch in Stellung. Ich glaube, die Römer wollen es wirklich wissen. Unsere Verbündeten haben das Feuer schon eröffnet, wenn ich das richtig sehe. Wir werden dann auch gleich in den Phalanx-Modus wechseln mit unseren Speerträgern. Genau, und jetzt können wir mal. Jetzt können wir mal vorrücken. Jetzt haben wir Rückendeckung auch durch unseren Verbündeten hier. Das gefällt mir. So kann es laufen. So kann es weitergehen. Was macht er da? Das sind die Elite-Bogenschützen, die in den Nahkampf gehen gegen die Kavalleriehilfstruppen. Okay. Von mir aus. I'm not here to judge. Ja, das ist zu dicht. Wir müssen außerhalb der Pilar-Reichweite stehen. Zum Stehen kommen. Okay. So, hier schon das Rückzugskommando. Das geht natürlich gar nicht. Ich muss pausieren. Es geht nicht. Ich habe zu krasse Tastatur-Lags. Ich habe jetzt hier die Berserker schon mal in den besagten Berserker-Modus geschickt. Genau, bitte Standardformation. Und die Kaff chargt jetzt erstmal hier. Wir müssen die vordersten Linien schon aufhalten. Okay, gut, die Berserker sind schon im Nahkampf drin. Sehr gut. Ich glaube, dass der Rückzugsbefehl von ihm nicht so wirklich gut war. Weil wir jetzt dadurch doch hier schalten und walten können, wie es uns beliebt. Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Jagt ihn! Ziegen kann man gut. Und tot ist er, oder? Ja, gut. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Ja, ja, fortsetzen auf jeden Fall. Wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle. Schau euch mal an, wir haben nur eine einzige Einheit bei den Berserkern auch verloren. Das ist auch sehr geil. Jetzt müssen wir wirklich aufräumen. Ich will doch alles an Infanterie auf den Weg schicken, was ich da irgendwie kommandieren kann. Sehr gut. Unser Verbündeter schickt auch noch Truppen. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo stehst denn du? Du stehst da hinten.
Das ist die Elite-Schützenbande. Okay, gut. Naja, die haben wir verloren, aber das... Naja, nicht komplett. Also wir haben sie nicht komplett verloren. Das ist eigentlich ganz gut. Wow. Also das hier wird für die Römer eine echt üble und richtig vernichtende Niederlage. Halt mal gerade. Wie viel sind das? 13 Pringcaps. Ne, guck dir die mal noch an. Schicken die auch alles in den Nahkampf, was irgendwie geht. Da sind noch ein paar Einheiten. Na, um genau zu sein, das ist nur eine. Und unsere Einheiten, die jubeln hier schon. Ihr hört sie da grunzen und schnaufen. Wir hören jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen. Sehr geil. Bisschen was noch durch Kollateralschaden jetzt dummerweise verloren. Weil unser Verbündeter Sieg, halt mit den Pfeilen Sieg hier voll in den Kavalleriepulk reingeschossen hat. Und zwar noch aus kürzester Distanz. Naja. Aber das ist eine vernichtende Niederlage. Von der Armee gibt es angeblich noch 200 überlebende Einheiten. Ich wüsste gern welche, aber es dürfte dann wahrscheinlich so ein Trupp Hastati sein oder so, der noch abgehauen ist. Oder vielleicht ein Trupp Felites, das kann auch sein. Aber wir haben da gute Arbeit gemacht. Leopold, der Eroberer, der macht seinem Namen alle Ehre. Der wirft wirklich hier jede Einheit, weiß ich nicht, ins Jenseits direkt, könnte man sagen. Sieg! Vorbereiten auf Hinterhalt. Ich mache ein Quicksave. General. So. General. Wir haben jetzt auch zwei Möglichkeiten hier. Zeigen wir mal gerade die Bewegungsreichweite. Befehle. General. Da haben wir was verloren und da haben wir was verloren. Okay. Dann wirst du schon mal hier hingehen. General. Ja. Gut. General. Häuptling. Ja, da haben wir noch genug am Start. Befehle? Befehle? Ich will jetzt nicht unbedingt Arretium angreifen. Stell ich mal hier drüben hin. Wenn die Einheit angegriffen wird, wird sie sich in die Stadt zurückziehen. Es geht nicht weiter, General, Häuptling. Befehle? Häuptling. Du gehst mal. Sag mal gerade. Wir haben ja hier sehr, sehr wenige Verluste nur gehabt. Ein ganz kleines bisschen was bei der Kavallerie, aber nicht wirklich viel. Und die Armee hier, da könnten wir noch richtig Schaden anrichten. Ja. Befehle, General. Wir machen es dann so, du nimmst die Kavallerieeinheiten noch mit und schickst mir die jetzt mal gerade da hoch. Denn hier oben ist es ja so, dass da noch eine Full-Stack-Armee ankommt und da brauchen wir Truppen, um die abzuwehren. Hier, das sieht nicht so gefährlich aus. Ja. Befehle. General. General. Häuptling. General. Ja, wir garnisonieren auch hier direkt mal. Patavium stärker. Befehle. Ja, du kannst Bewegung. Eigentlich doch da rein. Befehle. Der Flanner hat Mediolanum nicht so viel. Ja. Ja. Okay. Häuptling. General. Ja. Pass auf, du gehst mit hier dazu. Dann haben wir hier noch einen General dabei. Okay. So, wir können jetzt natürlich hier den Hauptmann... Nee, Manius können wir nicht angreifen. Okay. Okay, okay, okay. Dann müssen wir es anders machen. Dann machen wir jetzt hier wirklich mal gerade die Belagerung zuerst. Ich habe mir gedacht, dass 80% nicht reichen, ne? Gut, okay. Dann machen wir es etwas anders. Du nimmst alle Einheiten an Kavallerie mit. So, und die gehen jetzt mal hier dazu. Und dann wirst du jetzt den Hauptmann... Nein! Mir fehlt der Bewegungspunkt, ich muss nochmal laden. Shit. Das sind die zwei Einheiten der barbarischen Kavallerie, die zu wenig Bewegungspunkte haben. Das habe ich nicht gesehen, ja. Okay, also wir machen es anders. Befehle,
Häuptling. So, du warst das, ja, ne? Du nimmst alles mit, außer Kavallerie jetzt erstmal. So, das funktioniert so. Angriff! Warte auf den Hinterhalt. Befehle? Okay, dir fehlt ein Bewegungspunkt. Und das liegt jetzt ja an den drei Einheiten Kavallerie. Häuptling, trenne mich von den Truppen. Ja! Angriff! Genau so sieht's aus. Und die Einheiten da steuern wir selbst. Und dann gibt's jetzt noch eine zweite epische Schlacht gegen die Römer. Wo wir krasse Außenseiter sind. Der Tag bricht an. Er wird blutig sein. Aber wir kamen nicht, um vor Blut davon zu... Ja, ja. Der Tag wird ultra blutig sein. Weißt du was? Der ist so blutig, dieser Tag, dass du dich mal ganz, ganz feige hier hinter dem Felsen versteckst. Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Egal. Die Toten zählen wir nach dem Sieg. Mhm. Kannst jetzt schon mal hier rüber rennen. Du beziehst mal hier oben Position auf den Hügeln. So, gucken wir mal. Vielleicht können wir hier diese römische Armee direkt abfangen. Was ist es denn? Hastati, Princeps, der Gen und Stadtkohorte. Autsch. Dann gucken wir mal. Direkt in die Princeps rein. Schnell, schnell, schnell. Keine Zeit. Der hält so lange Stand. Ja, das funktioniert nicht. Leider. Jetzt geht's. Jetzt ist ein General dran. Ich habe gesagt, jetzt ist ein General dran. Es ist ein großer Tag. Der arrogante römische Kommandant ist tot und seine Männer fürchten sich nun. Ja, gut. Okay, das sind jetzt Kavallerie-Hilfstruppen, um die wir uns jetzt gar nicht mal so arg kümmern, denn ich würde gerne mal die Ballisten da oben aufreiben. Bogenschützenbande. Schwerjägerbande. Okay, die Ballisten haben wir. Kümmern wir uns um die Princeps. Lass mal in deine Tröte.
Bogenschützen. Muss mal kurz da drüben nochmal nachgucken. Wie sieht das da jetzt aus? Also, das sind die Triarier, okay. Adelskavallerie. Einheiten schneller! Einheiten, Attacke! Kavallerische Kavallerie. Einheiten, Häuptling! Du dann, oder? Doch, du auch, ja. Euer General fand im Grab was? Frieden. Wo ist denn der jetzt hin? Es wäre besser was, warum ist denn der General da reingecharged? Ach du meine Fresse. Du hast sie doch nicht mehr alle. Der Gen sollte da eigentlich nicht reinchargen. Ja, die hauen jetzt alle ab, ist mir klar. Ach, ist das herrlich. Okay, gut, alles klar. Ja, schick mir die mal den Berserker-Modus, bitte. Muss mal her. So, jetzt werdet ihr nochmal wunderbar sehen können, wie die AI mit Kavallerie-Hilfstruppen eine reguläre Kavallerie im Nahkampf aufreibt. Und du, Asi, kommst jetzt sofort wieder da weg. Er kann nun mit seinen Ahnen trinken. Ey, das kommt, das ist verarsche, das da. Ah, ne, gut, er hat's nur überlebt. Alles klar, jetzt kommen wir ganz schnell raus. Nix hier, Rückzug. Und Jenny holen wir da nochmal raus. Wir jetzt nicht. Kavallerie. Zeig mal schnell. Kavallerie. Genau, wunderbar. Die müssen wir, also die Prätorianer, die müssen wir noch erwischen, aber ganz dringend. Kavallerie! Ah, cool, ja, du kannst auch ein paar Einheiten aufreiben. Zieht euch zurück! Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle! Kavallerie! Ich hoffe, wir haben sie alle erwischt. Ich brauche nämlich jetzt direkt die Stadt, ne, nach Möglichkeit. Wo die anderen Truppen sind schon komplett weg, ne? Ja, stark fortsetzen, die bitte. Armee flieht. Jagt sie! Schaut euch das mal an. Leichenpflaster an seinen Weg. Das war eine Einheit. Was war denn das? Das war eine Stadtkohorte. Und der hat mir noch, obwohl ich ihn von hinten angegriffen habe, irgendwie 15 Einheiten weggeplättet. Na, das ist ja auch mal eine Leistung. Schafft auch nicht jeder. Krass. Ja, das mit dem General war total doof. Ich habe doch den General, glaube ich, auch gar nicht in den Nahkampf geschickt. Aber gut. Naja, dann haben wir jetzt halt einen verloren. Es ist nur schade, weil es war, glaube ich, ein guter. Ich hoffe, dass das reicht. Ich hoffe, dass das reicht, damit uns die Stadt jetzt gehört. Sonst könnte es nämlich nochmal eng werden nächste Runde, wenn dann der Senat mit so einer fetten Armee ankommt. Und dann war das jetzt alles doch mehr oder weniger umsonst. Ja, es hat gelangt. Gut. Den Mann der Stunde nehmen wir auch sofort. Dell, okay, gut. Naja. Ja. Zerstören! Wir werden Bevölkerung ausradieren. Wir haben das Land erobert. General! Ja. Du gehst natürlich hier mit den Jungs auch da rein. Und der Rando von Raurika, das ist jetzt unser. Ja. Okay, das ist jetzt der neue. Verlasse die Armee. Stoßt vor! Befehle? General! Häuptling! Verlasse die Armee! Schön.
Sehr schön. Wir gehen auf niedrig mit dem Steuersatz. Jetzt müssen wir Einheiten fortbilden. Der scheint aber was Krasses drin zu haben. Warte mal hier. Tempel des Bacchus. Okay, nee, der ist egal. Schmied. Waffen plus eins. Häuptling. Ich merge mal gerade ein bisschen. Oh, das war dumm gemerged. Stelle ich gerade fest. Befehle. Wir haben auch wieder kaum. General. Ja, jetzt müssen wir hier mal fortbilden gerade. Ein Bauer mal gerade. Den brauchen wir auf jeden Fall da drin. Bauen wir mal einen Hafen. Wir haben kaum Berserker verloren. Das ist schon richtig geil. General. Also die Berserker sind extremst geil. Ich freue mich auch richtig, wenn die zwei Berserker hier von oben noch runterkommen. Das ist halt gegen die Römer, ohne gegen diese Armee der Skipionen. Das war ja so übel. Ohne Fernkämpfer haben die echt überhaupt keine Chance. Sind die total schutzlos. Und da die keine Phalanx-Einheiten haben, ist es halt nochmal geiler. Weil man, lass mich nochmal hier gerade gucken, ich bin da nicht ganz, Und ohne Phalanx-Einheiten ist es halt nochmal geiler, weil normalerweise würden die ja dann frontal in der Phalanx rennen, das ist halt kacke, das will ja keiner, ne? Es gibt noch eine Schlacht heute. Es gibt heute drei Schlachten in einem Part. Es müsste die dritte Schlacht jetzt auch sein, für diesen Part, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und zwar wollen wir gerne das Sarmatenlager angreifen. Ich weiß jetzt nicht genau, was da alles drin ist, aber wir sollten es eigentlich gewinnen. Warte mal ganz kurz. Moment, ich speichere nur mal gerade. Quicksave langt. Quicksave genügt. Befehle, Angriff! So, jetzt zeig mir das nochmal gerade. Bogis. Normale. Aber alle nur normale Reichweite. Okay, gut. Also es sind, ne? Ja, keine Elite-Schützenbande oder sowas. Ist wunderbar. Und wir werden uns wieder auf den, zentralen Platz hochfräsen mit der Phalanx. Ach ja. Schon genial. Die Sonne ist aufgegangen. Wir warten und wir starten unsere Positionierung. Rambock. Bogenschützenbande. Wir gehen mal sicherheitshalber in eine lockere Formation. Einheiten marschiert. Schwerträgerbande. Einheiten. Meere. Standardform. Ups, das hat aber gerade geleckt. Da hatte ich einen Frame Drop. So. Ach ne, guck mal, der steht aber heute etwas unorthodox. So, also wir haben schon mal ein paar Kills bisher. Es scheint Axtkämpfer gewesen zu sein. Jetzt zieht er sich auch zurück. Die Türme konnte man da auch mal irgendwie kaputt machen. Ich glaube, da kann man mit Ballisten drauf schießen oder sowas. Komm mal ein bisschen näher. Ich meine, wir haben ja den Range-Vorteil. Okay, aber so eine krasse Range haben wir dann doch nicht. Der Rambock ist an den Mauern. Unsere Krieger greifen an. Jetzt ist es Zeit für große Taten. Bogenschützenbande. Ja, ein paar Verluste sind ja jetzt okay, denn wir wissen ja jetzt, wo wir die wieder fortbilden können. Und es ist ja gar nicht mal so weit weg. Oh, Mann,
sehe noch nicht wer. Eure Krieger haben das Tor durchbrochen. Der Weg liegt frei. Schickt eure Männer, um all die Feiglinge zu töten. Schwere! Phalanx bilden! Vorwärts! Unsere Krieger haben den Feind. Ja, genau, so hatte ich mir das jetzt eigentlich auch gedacht, dass wir also hier reingehen und die Einheiten anlocken und dann direkt massiv unter Pfeilbeschuss nehmen. Wir haben die Mauern durchdrungen. Möge das Gemetzel beginnen. Gut, gut, wirklich gut, wirklich gut. Erwarte Befehle. Phalanx treten. Nach vorn. Das ist eine witzige Formation. Bei dir machen wir das übrigens mal gerade so ähnlich. Du gehst hier hin und dann hier rüber. Ja, sieht gut aus. Ja, die müssten eigentlich alle drauf gehen. Was sind die Kopfgeldmänner? Ne, sind auch berittene Bogenschützen. Schau mal, da kann er doch tatsächlich ein paar Einheiten frontal gegen eine Phalanx killen. Ne? Das ist jetzt auch eher ungewöhnlich. Gut, dann nehmen wir jetzt die Bogenschützen-Elite mit rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir sie brauchen, aber ich nehme sie auf jeden Fall als Backup mit. Nee, nee, nee. Hier kein Rumgelame mit der Phalanx bitte, sondern schön in der Formation bleiben. Der feindliche Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. Schlachtet sie! Halt! Schlachtet sie! Ja, das klappt aber gut. Komm hier, du musst auch. Marschiert! Bogenschützen! Bogenschützenbande! Marschiert! Brennt! Mehrträgerbande! Wir machen das eigentlich wieder hier mit unserer, ich glaube wir machen das mit unserer Taktik so weiter. Alt-Taste gedrückt halten und dann einfach auf die andere Seite des Marktplatzes klicken. Und dann rollt die Phalanx eigentlich echt ganz gut durch. Oh shit, er hat ein paar, er hat ein paar gekriegt. Mit Bogenschützen, ärgerlich. Muss man allerdings auch dazu sagen, das ist natürlich schon ganz schön lame, mit berittenen Bogenschützen im Nahkampf eine Elite-Bogenschützenbande aufzuräumen. Aber okay, gut, ich meine, ich habe nicht aufgepasst, das ist mein Fehler. Ganz klar. Wehre! 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 Wehre
Trägerbande. Gut, aber insgesamt kann man, denke ich, doch noch mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das ist ein Genderball. Eure mutigen Krieger. Ah, das waren berittene Bogenschützen, okay. Hm. Okay, jetzt machen wir. Jetzt will ich aber hier Pillow kommen. Gut. 2:1 Quote. Bei einer Belagerung gegen so viele berittene Bogenschützen ist es eigentlich eine ordentliche Quote, denke ich. Viele Fernkämpfer. Wir werden herrschen. Siedlung eingenommen. Sollen wir es ausradieren? Ne, wir besetzen es. Hm. Gut, wir können hier alles fortbilden. Was mir jetzt hier ganz gut gefällt. Dann ziehen wir noch schnell ein paar Einheiten zusammen, damit wir nicht alles fortbilden müssen. Genau. Und, weiß ich nicht, eine Einheit Bogenschützen oder so für die Quote. Leute, ich werde dann jetzt den Part an der Stelle beenden. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. 3 Schlachten in einem Part und dann auch noch so große. Das war schon nicht ganz ohne. Ich hoffe, wir können Ariminum halten. Ich denke aber, es wird machbar sein. Vor allen Dingen mit unserer Berserker-Übermacht gegen die Römer haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. Wir werden weiter Probleme mit Rebellen haben. Allerdings kommen wir da auch noch relativ gut mit klar. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wünsche euch bis dahin alles Gute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.